In diesem Video nehme ich dich mit auf eine Paddeltour auf der Moldau und Startpunkt ist Krumau in Tschechien. Und ich zeige dir auch in diesem Video, wie du das alles organisieren kannst. Hallo und herzlich willkommen hier heute aus Český Krumlov hier in Tschechien. Ja, dir ist der Name dieser Stadt wahrscheinlich besser unter dem deutschen Namen bekannt, nämlich Krumau. Und wenn du mit dem Zug hierher fahren möchtest, dann fährst du zum Beispiel aus Österreich am besten über Linz und dann mit einmal umsteigen in Budweis. Krumau wird manchmal auch ganz poetisch das Tor zum Böhmerwald genannt. Und besonders beliebt als Ziel ist hier die mittelalterliche Innenstadt. Und von hier vom Bahnhof dorthin sind es circa 15 Minuten zu Fuß. Die Moldau fließt hier durch Krumau in mehreren Schleifen, sie meandert also durch die Stadt. Und von hier vom Hotel Mlin habe ich einen traumhaften Blick auf die Altstadt und auch auf wohl eines der schönsten Schlösser Tschechiens, nämlich das Schloss Český Krumlov. Du kannst die Stadt allerdings auch hier vom Fluss aus erleben. Viele paddeln hier auf einem Kanu oder in einem Schlauchboot die Moldau flussabwärts und du kannst hier aber auch auf einem Holzfloß durch die Altstadt fahren. Für eine Paddeltour auf der Moldau musst du kein eigenes Boot haben und du brauchst auch keine sonderliche Vorerfahrung. Das heißt, du kannst so wie ich so eine Tour einfach einmal ausprobieren. Und entlang der Moldau, da gibt es verschiedene Verleihstellen und du kommst auch wieder zu deinem Ziel zurück. Du kannst also diese Tour entweder als Tagestour anlegen oder, was auch sehr beliebt ist, als mehrtägige Tour. Dann übernachtest du entlang des Flusses, zum Beispiel in Pensionen oder am Zeltplatz und hast auch dein gesamtes Gepäck mit dabei. Du kannst die Moldau von Vyši Brod bis Budweis in mehreren Etappen befahren. Die Strecke von Vyši Brod nach Krumau ist die beliebteste Strecke und Vyši Brod ist auch das Zentrum für die Paddeltouren auf der Moldau. Wenn man die vorbeifahrenden Boote vom Ufer aus beobachtet, dann schaut das nach einem entspannten Familienausflug oder nach einem lustigen Ausflug mit Freunden aus. Du kannst also diese Tour entweder sportlich angehen oder dich einfach treiben lassen. Wesentlich ruhiger ist die Etappe von hier von Český Krumlov nach Zlatá Koruna und ich freue mich schon total drauf, hier auf die Fahrt durch die Stadt und auch durch die Natur. Einer der Einstiegspunkte befindet sich circa 2,5 Kilometer südlich vom Zentrum von Krumau und du kannst entweder mit dem Bus hierher fahren oder du fährst mit dem Taxi etwas schneller. Und die Busse der Linie 1 verbinden ungefähr einmal in der Stunde den Bahnhof in Krumau mit dem Busbahnhof im Zentrum und sie fahren dann hierher nach Spolí. Und die Fahrpläne für diese Buslinie findest du in der IDOS App oder auf der IDOS Webseite. Der Ablauf ist hier denkbar einfach. Du gibst einfach an, welches Boot, das du gerne mieten möchtest. Du gibst auch an, ob du gerne wieder zurückgeholt werden möchtest, also einen Transfer brauchst. Und dann bekommst du auch schon hier die ganze Ausrüstung. Und zwar gehört da einerseits einmal die Schwimmweste dazu. Das ist ganz klar bei einer Bootsfahrt. Dann bekommst du Paddel und auch ein Fass, in das du die Wertsachen hineingeben kannst, die nicht nass werden sollten. So, das Boot ist jetzt hier schon an der Moldau und es herrscht hier jede Menge Andrang und allein zu fahren wäre wirklich ein bisschen langweilig. Darum sind Eva und André heute mit mir mit unterwegs hier auf der Moldau.
Wir gehen jetzt gleich ins Wasser und ich hoffe, ihr wisst, wo es lang geht. Die erste Hürde wäre geschafft, wir sind alle herinnen. Aber da vorne ist auch schon die nächste Hürde zu sehen. Die erste, die wir richtig meistern müssen. Oh, André, es misst sich. Das erste Wehr haben wir überstanden, zumindest 2 von 3. André, du bist baden gegangen. Ja. Wie ist das passiert? Weiß nicht. Keine Ahnung. Okay, wir haben noch mehrere Wehre. Schauen wir, wie oft, dass wir alle ins Wasser fallen. Das zweite Wehr haben wir alle drei gut überstanden. Niemand ist ins Wasser gegangen, aber es ist völlig egal, denn wir sind jetzt sowieso alle patschnass von dieser Welle. Das heißt, Kleidung, die nass werden darf, solltest du auf jeden Fall für diesen Trip mitnehmen und auch zum Beispiel offene Schuhe oder Bootis, die ebenfalls nass werden können. So, und wir fahren jetzt hier bereits mit unserem Boot Richtung Altstadt von Krumau. Und hier gibt es jetzt einiges zu sehen und zwei weitere Wehre. Die wohl meisten Zuseher bei einem Wehr hat man mitten in der Altstadt von Český Krumlov bei der Mantelbrücke. Und da wird man dann auch angefeuert und man sollte auch den richtigen Weg wählen und wenn möglich nicht direkt übers Wehr köpfeln, sondern seitlich vorbeifahren. Und wenn man hier durch Krumau fährt, dann kann man noch erahnen, dass hier einige sehr mächtige böhmische Adelsgeschlechter ihren Sitz hatten. Und hinter uns, da liegt die Stadt, die Häuser werden immer kleiner und vor uns, da wird es immer grüner. Ich spreche hier ja die ganze Zeit von der Moldau als Fluss. Wenn du den Fluss allerdings auf Schildern hier suchst, dann halte nach Vltava Ausschau. Das ist der tschechische Name des Flusses und die Moldau, die ist auch der längste Fluss hier in Tschechien, fließt auch zum Beispiel durch die Hauptstadt Prag und mündet dann in die Elbe. Der Streckenabschnitt von Český Krumlov nach Zlatá Koruna ist ca. 17 Kilometer lang. Rechne dafür ca. 5 bis 6 Stunden Fahrzeit ein. Und wenn du mal eine Pause brauchst, kannst du auch immer wieder hier entlang der Strecke einkehren. Vereinzelt gibt es hier Plätze, wo du etwas essen und trinken kannst. Ja.
Wir legen hier eine Mittagspause bei Umilana ein und hier gibt's Kotelett und Würstel vom Holzkohlegrill. Und dann geht unsere Paddeltour hier auf der Moldau weiter. Ahoi! Es ist absolut traumhaft, hier die Natur zu genießen und hier ganz gemütlich dahin zu paddeln. Da vorne, da rauscht es allerdings schon wieder. Das ist auch schon das nächste Wehr und auch gleichzeitig das letzte Wehr, denn wir befinden uns bereits kurz vor Slatta Koruna. Wir haben das letzte Wehr gut gemeistert und sind hier nun gut in Slatta Koruna angekommen. Ja, und jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit und schauen in den Ort rein, was es dort alles zu entdecken gibt. Slatta Koruna ist am Hügel gelegen und das ist ein sehr kleiner und beschaulicher Ort hier. Gerade einmal 800 Menschen wohnen hier. Und wohl am bekanntesten ist die ehemalige Zisterzienserabtei. Wenn du den Ort Slatta Koruna und auch das Kloster besuchen möchtest, dann plan so ungefähr 1,5 Stunden an Zeit ein. Ja, und von hier hast du verschiedene Möglichkeiten, um weiterzureisen. Wenn du dein gesamtes Gepäck mit dabei hast, in ca. 2 Kilometer Entfernung befindet sich hier ein Bahnhof. Du hast aber auch die Möglichkeit, hier zum Beispiel zu zelten und zu übernachten. Oder du fährst, so wie ich, mit dem vorgebuchten Bus wieder zurück nach Krumau. Ich fand es wirklich ein schönes Erlebnis, hier auf der Moldau einen Tag lang unterwegs zu sein. Zuerst einmal die beeindruckenden Blicke auf die Stadt Krumau und dann auch hier wunderbar durch die Natur zu fahren. Und wenn es auch dir gefallen hat, dann lass ein Gefällt mir da, abonniere den Kanal, damit du keine Folge mit Zugreisen, Abenteuer und auch Urlaub ohne Auto versäumst. Und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Tschüss, Servus und Baba, bis zum nächsten Mal.